Hallo und ganz herzlich willkommen. Das Video heißt Stirling Motor. Du kennst bereits den Kreisprozess, Wärmekraftmaschinen und den thermischen Wirkungsgrad. Nachher kennst du Aufbau und Funktionsweise des Stirling Motors. Du kennst seine Geschichte, seine Vor- und Nachteile und seine Perspektive. Der Film besteht aus sechs Abschnitten. Erstens Geschichte. Zweitens Aufbau. Drittens Funktionsweise. Viertens Indikatordiagramm. Fünftens Vor- und Nachteile. Und sechstens Ausblick. Beginnen wir also mit der Geschichte des Stirling-Motors. Es gibt verschiedene Ausführungen dieses Motors. Ich habe einen Bausatz gekauft und daraus einen Stirling-Motor zusammengesetzt. Und er läuft sogar. Ihr könnt euch davon überzeugen. Hier seht ihr ein etwas solideres Modell. In jedem Fall jedoch ist der Stirling-Motor ein Heißluftmotor. Er ist eine Wärmekraftmaschine. Erfunden wurde er im Jahre 1816. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.